Wir sind hier am Stand von Arborea. Ich sage erstmal Hallo nochmal. Hallo auch. Wir haben zwei Sachen, die ihr uns vorstellen wollt. Zum einen Arborea, die fünfte Edition oder fünfte Auflage. Sag mal, was ist so der Unterschied zu den vorigen, beziehungsweise was hat sich ein bisschen verändert? Also der größte Unterschied, wir haben jetzt eine Zusammenfassung auf den letzten Seiten, wo alles nochmal auf einen Blick ist. Ansonsten wurden einige Zauber wurden ein bisschen klarer definiert, die Formulierung etwas geändert, ein paar Werte wurden angepasst, also ein leichtes Balancing. Ja, und ansonsten war es das im Großen und Ganzen eigentlich auch schon mit den gröbsten Änderungen dazu. Es wurde optisch teilweise ein bisschen aufgehübscht. Und nach wie vor gibt es die Änderungen dazu, auch als Änderungsdokument, eben wie üblich auch zum Download wieder. Das heißt, sonst ist aber tatsächlich alles, also es ist immer noch alles drin, was auch in der vierten gab. Es ist jetzt nichts rausgeflogen, sondern vielleicht nur, also nur ein paar Feinheiten nochmal, beziehungsweise mit den Ergänzungen. Also es wurde nichts rausgestrichen, es kam eigentlich auch nichts großartig Neues dazu. Es ist Arborea im alten, neuen Gewand quasi. Okay. Die andere Sache, die ihr noch neu habt, ist der Spielleiterschirm. Da hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr auch einiges verändert. Da hat sich in der Tat eine ganze Menge geändert. Der alte war ja noch in DIN A4 zum einen und mit einem anderen Layout. Der jetzige, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht gerade, ja, der neue nennt sich Underground Edition. Zum einen wegen des Motives und abgesehen vom Motiv auch von den Inhalten. Zum Beispiel sind die Charaktererschaffung war beim Alten zum Beispiel noch mit im Inhalt, im Umfang. Jetzt sind die Werte kompakter und deutlich schneller zu finden. So unter anderem Monsterwerte und Kampfwerte. Ich weiß nicht, kann man vielleicht mal zeigen. Ja, reinschauen. Gucken. Nun, dazu kommt, der ist deutlich stabiler, fällt nicht mehr so schnell um. Als Sichtschutz kann man eine ganze Menge dahinter verstecken. Und so alles zum gleichen Preis wie der alte. Alles hat sich geändert, nur der Preis nicht. Das ist ja aber schön. Und wenn nichts rausgeflogen ist, freut man sich ja doppelt. Ja, wir haben eben sinnvolle Dinge eingebaut und die Charaktererschaffung, die man ja tatsächlich im Normalfall nur einmal benötigt, aus dem Spielleiterschirm rausgenommen. Auch auf Community-Feedback eben hin. Okay, ich wollte gerade sagen, da gab es dann auch sozusagen Feedback nach dem Motto her, das habe ich jetzt einmal, das mache ich in der Grundbox, wenn ich das im Spielleiterschirm habe, brauche ich es eigentlich nicht, können ja nicht da lieber was hin, das und das hinmachen, was ich halt vielleicht im Spiel öfters brauche. Ja, eben Sinnvolles rein und eben Dinge, die man eben nicht so häufig verwendet, raus. Der Sinn des Ganzen ist ja, dass man möglichst häufig sich an den Werten bedienen kann und eben nicht lange suchen muss. Und die Charaktererschaffung, gut, die hat man ja in den Heften drin jeweils und das hat man ja auch relativ zügig raus. Monsterwerte muss man da tatsächlich noch häufiger mal irgendwie nachsehen oder anpassen. Und außerdem sind jetzt auch Ausrüstungslisten mit dabei. Das vereinfacht ebenfalls die Suche um einiges. Okay. Dann mal ganz kurz, so jetzt so nach zweieinhalb Tagen Spiel. Wie ist so das Feedback dazu oder so generell jetzt zu Arborea noch? Also zu Arborea im Allgemeinen nach wie vor gut. Zum Spielleiterschirm, wir haben ja jetzt dieses Jahr, außer abgesehen von der fünften Edition, dem Spielleiterschirm, nicht den Kracher. Aber der Spielleiterschirm ist wirklich sehr beliebt, vor allem eben, weil er sehr stabil ist. Das war auch die Hauptkritik an der DIN A4-Version der alten Edition. Was wir eigentlich festgestellt haben, dass das Motiv des alten doch sehr beliebt war. Da wird deutlich häufiger nachgefragt als nach der Standfestigkeit. Aber wer weiß, was da noch kommt. Ich wollte gerade sagen, also spricht ja nichts dagegen, vielleicht mal einen mit einem anderen Motiv rauszubringen, aber Inhalt gleich. Und das wurde soweit umgesetzt und kam auch sehr gut an. Okay, ja, dann sage ich mal vielen Dank für den schnellen Überblick. Wir schauen einfach mal nächstes Jahr vielleicht wieder vorbei, ob uns da noch was Neues erwartet. Ja, vielleicht auch schon zur RPC. Niemand weiß es. Ist ja auch nächstes Jahr erst. 1:0. Okay, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank und euch noch viel Spaß für den restlichen Samstag und morgen noch. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao.